Oh Gott, Ellie. Scheiße. Komm. Komm, 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 komm. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Fuck. Henry, du Arschloch. Oh Mann. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Können wir vielleicht jetzt irgendwas mit Sprengstoff noch bauen? Wir sind wieder fast voll hier mit Equip. Nein. Fuck. Ich werde jetzt auf verstärkt Bomben einsetzen. Schwärmt aus. Vielleicht kommen sie hier lang. Oh, schon wieder diese Dunkelheit. Ja, ja. Psst. Ganz ruhig. Geh mal da gucken. Geh mal da gucken. Komm, schneller. Arschloch. Das kannst du laut sagen. Lässt der Penner uns einfach hier im Stich. Mann. Wo ist er? Wo ist er hin? Jetzt läuft er da vorne wieder rum. Irgendwas gefunden? Hey Mann, bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch hier. Ich höre dir zu. Wo zum Teufel steckst du? Das ist eine gute Frage. Such doch mal. Kommst du jetzt hier rein? Ach du Scheiße! Scheiße, hinter uns ist noch einer. Oh shit! Okay, so viel dazu. Mist, nur noch ein Schuss im Revolver. Und ich mag den Revolver, weil er so eine schöne hohe Schussfrequenz eigentlich hat. Mieses Schwein. Wen meinst du, Henry? Oh, der Pfeil ist noch gut. Wenigstens etwas. Jetzt sehen so eine schönen Pillen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Wahrscheinlich irgendwie über die oberen Stockwerke. Alter, lässt er uns da hinten einfach vergammeln, nachdem wir dem den Arsch gerettet haben. Wir hätten ihn am Anfang gleich abmachen können, haben wir auch nicht gemacht. So, ich hol mir mal wieder eine neue Stange. So, und hier gibt es einen Hinweis. Ich konnte den Hinweis jetzt nicht richtig deuten. Ach, da ist der Hinweis, okay. Oh, das weg. Ach, das können wir hier irgendwie zum Klettern benutzen. Ich weiß noch nicht, wo wir es hinstellen. Nee. Wir haben hier keinen Hochkletterpunkt. Können wir damit vielleicht die Tür einrennen? Nee. Okay, wir müssen irgendwie das da hinstellen. So, jetzt. Na komm. Will das nicht gehen? Ich weiß gerade nicht, wo die das hinhaben wollen. Soll ich das hier... hier dagegen stellen und dann... oder hier an die Abrisskante? Anscheinend gibt es hier wieder nur eine Position.
Oh, jetzt habe ich es auch noch verklemmt. Ist ein bisschen problematisch. Kann ich auch kurz erklären. Wenn ich mich jetzt, wenn ich die Kamera drehen will, dann versucht Joel den ganzen Wagen zu drehen. Und jetzt muss man erstmal hier einen Punkt finden, wo es für Joel natürlich genehm ist. Und es gibt aber irgendwie keinen Punkt. Das gibt's doch nicht. Also ich hätte jetzt gesagt, wir stellen das hier hin, dass wir hier oben auf die Galerie kommen. Ah. Weiß nicht, ob es da jetzt den falschen Punkt gibt. Vielleicht müssen wir es quer hinstellen. Auch nicht. So, bin ich blöd? Also ich weiß, ich bin blöd, aber... Mal kurz gucken, ob wir da drin in der Bar irgendwie weiterkommen. Ja, dann gibt es nur noch einen Ziegelstein. Und da haben wir genug von. Ja, das Kerlchen da rauszuschieben, kannst du auch verhacken. Hm. Irgendwie müssen wir das wo dran bekommen. Und das ist in meinen Augen hier... Ach, jetzt geht die Tür auf. Lol. Ja. Und das ist die Brücke. Scheiße. Alter. Oh, vergiss es. Vergiss es grad. Scheiße, Mann. Scheiße, scheiße. Alter. Scheiße. Oh, verpiss dich. Oh, Mann. Scheiße. Verdammt. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Oh, Mist. Oh Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Scheiße. Oh, Kacke. Henry! Er wacht auf! Hey, du. Wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Hm? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Das ist ja nur mehr ausgleichende Gerechtigkeit. Das ist schon gut, ich bin okay. Was ein Typ. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Was mich angeht, weiß ich, also wer... der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Also ich sehe das wir ja so. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Also ich weiß, wer das nächste Mal zuerst die Leiter hochklettert. Von wegen hier helfen und dann wirst du gerade in den Arsch gebissen. Ich glaube, es hackt. So, was können wir noch? Wir können noch einen Molly machen. Heben wir uns lieber mal auf. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben.
Oh ja, da können wir mal gucken gehen. Was ist denn das? Guck mal, so eine Krabbe. Die scheint ja ein bisschen unbeeindruckt zu sein von dem lustigen Pilz. Und ich muss mich immer noch irgendwie mal mehr mit diesen ganzen Sprengsachen beschäftigen. Augen offen halten. Ich bin schon dabei. Vielleicht ist hier noch was? Ja. So ein alter Fischkutter, wie es aussieht. Gott. Mal gucken. Ja, die Verbindung zwischen den Kontinenten, wisst ihr was? Da ist der letzte Fang noch drin. Seit 20 Jahren. Ist das eklig. Oh. Mal noch einen Blick reinwerfen. Was? Ich war noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Das sieht auf jeden Fall klickerfrei aus. Was ich so vom ersten Reingucken gesehen habe. Oh ja. Oh, guck mal da. Bisschen Klebeband, das ist immer gut. Und hier ist noch ein Comic. Da ist der Comic, den sie immer liest. Hm. Mehr gibt's hier nicht. Antiteilchen. Was haben wir denn da? Ach, das ist der Comic für... Sag schon, Ellie. Und was haben wir hier noch? Sammelobjekte. Hier haben wir doch noch ein... Noch ein Dings bekommen. Hier eine Bootsnotiz. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lange genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So musste es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schiefgehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Ich. Okay. Also eine Ich hat das Boot hier besessen. Und hier ist ein Firefly-Anhänger. So. Was finden wir hier noch? Ich denke, hier hat schon jeder drin gesucht. Hey, Ellie! Ich glaube, wir haben was. Was denn? Dürfte ich bitte vorgehen? Also es ist nicht so, dass ich dir nicht vertraue, aber ich vertraue dir nicht. Du Bob. Was haben wir denn da? Ein Abflussrohr. Sehr schön. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Nein. Ich glaube, das endet jetzt hier direkt. Hilf mir mal damit. Okay, zusammen. Na los. Jetzt kannst du übrigens vorgehen. Da drin sind garantiert Klickerer. Okay, kommt, Kinder. Los. Na gut. Auf geht's. Du bist dran. Okay. Es ist gut, dass Joel das jetzt wirklich so gemacht hat. Der Typ hätte vielleicht das Gitter fallen gelassen. Oh Mann. Was haben wir hier? Einen Pegel von 2. Ich hoffe nur... Naja gut, die Pumpen sind zum Glück schon seit vielen Jahren verstummt, die einst hier mal was hin und her gepumpt haben. Aber... Ich denke, es geht gleich. Wir sollten uns hier umsehen. Ja. Wir gehen hier lang. Mir gefällt es hier nicht wirklich. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. So, was haben wir denn hier? Hier geht es irgendwie wieder raus an die Oberfläche. Da sind die anderen beiden. Hier hinten ist Ende. Jetzt wollen wir kurz nochmal drüben gucken. Hier lang! Ach, Mensch, was du auch immer Wege findest, Henry, das ist ja unglaublich. Ellie? Ellie? Ah. Der Henry, der kennt alles, der hat schon einen toten, so einen toten, von diesen Piraten-Assis was abgenommen. Ah, und auch ein Tageslicht. Was? Rest Mart. Hier raus? Oh, geil. Guck mal. Sieht ja schon irgendwie geil aus. Und das Auto komplett zugemoost. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Hm. Okay, Joe.
Wie kommen wir rüber? Was ist denn das hier? Wir müssen uns wohl was überlegen. Okay, wir müssen jetzt mit dem... Hey, das Ding hier an einer Kette. Na komm. Der ist klemmt. Da, ein Generator. Da drüben, tatsächlich. Na dann. Gucken, ihr bleibt da. Gucken, ob wir da irgendwie drankommen. Kommen wir da raus wieder? Ich komm nicht ran. Ja, Henry, wieder mal vielen Dank für die Hilfe. Haben wir wenigstens so ein Floßding. Also ich denke, wir müssen hier das aufkurbeln. Ich probiere mal ein bisschen. Ne. Wenn wir das aufgekurbelt haben, steigt das Wasser und wir kommen an den Generator. So soweit die Theorie. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze in die Praxis umgesetzt kriegen. Was haben wir denn hier? Stand clear of moving platform. Die kann man also bewegen. Wahrscheinlich mit dem Generator. Ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwie wegzutauchen. Aber hier ist ein Rohr. Gucken, ob wir sonst noch hier was finden. Kurz mal einen Blick riskieren. Auch mal wieder sauber werden. Dann komm hoch wieder. Die Taste zum Auftauchen vergessen. So. Okay. Das gibt's doch nicht. Das Ding klemmt. Warum klemmt's? Vielleicht klemmt's, weil unter Wasser hier oben sieht alles gut aus. Aber vielleicht ist unter Wasser irgendwo was kaputt. Ah ja. Dachte ich mir. So. Henry, versuch's mal. Okay. Dann mal los. Gucken, was mit dem Wasser jetzt passiert. Okay, das Wasser strömt aber nicht an. Bleibt wachsam. Oh, Kacke. Henry, wenn du das Ding zumachst, hole ich dich und töte dich. Ah, geht schon gut los. Wenn da jetzt schon Warning... Wenn vorher schon Warning war, dann ist ja jetzt absolut tödlich alles. Und da geht's hoch. Ich hoffe, die Leiter ist noch zu gebrauchen. Hoppla. Ich hoffe, die Leiter ist noch zu gebrauchen. Oh nein. Halt die Fresse. Wo wohnst denn du? Da hinten? Also da ist auf jeden Fall ein Klicker drin. Mal gucken, was wir hier noch haben. Das Floß kann man auf jeden Fall gebrauchen, um Ellie irgendwie zu dem Generator zu bringen. Ich denke, das machen wir zuerst mal. Ich da oben in die Tür... Boah, ihr wisst, wie sehr ich die Klicker mag. Ich hoffe, die Klicker können nicht schwimmen. So. Das schon wieder. Ja, das schon wieder. Na los, Ellie. Na also, sehr stark. Ja, wir kennen diese Technik schon seit etwas längerer Zeit. So, jetzt mal gespannt. Entschuldige. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Oh nein.
Also ich kann... Ja, und für die anderen ist jetzt wahrscheinlich, war jetzt keine Zeit mehr hier zu warten. Und für mich heißt es jetzt wieder durch die Klickerzeit, ne? Also durch die Klickerecke. Ja, sag's lieber nicht laut. Weil aus dem Wasser helfen geht jetzt auch nicht. Du musst außen rum gehen, Joel.